der OSZ kommt. Ich hab's gehört. Also der ist nicht zu überhören. Nee. Weil Denno in die Feuerwache gehen und nach DMR gucken. Und generell die Baracken vor allem, wenn wir schon hier sind. Ja, würde ich mal sagen, weil wir brauchen DMR-Muni dringend. Wollt ihr dann eigentlich den Heli einfach hier stehen lassen, dann fahren wir kurz mit dem UAZ hier rum. Steinach Munition habe ich genug, um das Airfield zu stürmen. Wie sieht's mit dem Heli aus? Wie weit ist der voll? Fast voll. Okay, ich guck jetzt mal kurz rein, weil ihr da ja alle gerade am Nachfüllen seid. Wollen wir den hier stehen lassen? Kurz? Und dann ist fast voll, da fehlt jetzt nur noch eine Jerrycan oder so. Already refueling. Ja, jetzt ist voll. Also ja, Julian, dann tu du deine bei dir, bei mir mit rein, ne? Ja, ich muss ja noch kurz rein. Ja. Oder wollt ihr rüberfliegen? Mir ist das echt egal eigentlich. Also weil ich glaube, es dauert jetzt länger, wenn wir jetzt schnell jetzt abheben extra noch und dann rüberfliegen, als wenn wir jetzt trotzdem mit dem UAZ, oder? Mir ist es egal. So, Jerrycans rein. Ja, aber wenn, dann würde ich den Heli lieber ein bisschen offensichtlicher hinstellen, weil wenn er hier steht und irgendjemand damit abhauen will, dann kann ich nämlich nicht so gut das sehen. Ja, okay. Wir haben nichts mehr zu trinken in den Heli. Na gut, dann gehen wir schon mal die Hinterräder ab. Ja, sonst fahrt ihr mal ganz in den Süden runter. Und dann nehmen wir die nördliche hier. Okay. Julian, hast du schon die schöne Kleidung angezogen? Mhm. Na gut, lauf du mal, Spirit, lauf du mal schon mal rüber zum Baracke. Das Flugzeug steht übrigens auch noch drin, ne? Lauf du schon mal rüber zum Baracke. Ich pack den Heli gleich einfach ein Stück hier vorne, damit er nicht in der Ecke steht. Oh cool, ich sehe gerade was. Julian, bist du von hier auch schon mal zu Baracke gelaufen? Weil dann kann ich nämlich noch kurz in die Feuerwache reingehen. Die Infiltration hat begonnen. Schon wieder. Was sind die Nummer? Ja, rechts einfach jetzt da, rechts rüber laufen. Wo rechts? Ja, einfach hier aus, einfach rechts rüber laufen. Geradeaus rechts rüber da. Da oder was? Rechts weiter. Alter, bist du blöd, weil so die Baracke ist. Da, ne? Ja. Nein, das ist hier nicht. Ach, hast du gerade die Cargo Plane gesehen oder was? Aha. Mhm. Jetzt können wir es richtig erkennen, dass ich auch ein Türke bin. Cargo Plane holen oder was? Ich bin mir sicher, dass man den bei uns im Lager auch in der Nähe irgendwo parken kann. Ja, ja, sobald du da so ein bisschen freie Fläche hast, kannst du den da landen. Also auf der Schrägen, wo wir da unsere Fahrzeuge parken, da dürftest du dir das Ding eigentlich auch landen können. Ah, Zombies. I hate this guys. Zombies at the fire station. Du brauchst dann halt für die Cargo Plane, brauchst du glaube ich nur Sprit. Oh man. Hier liegt noch eine PDW rum. Ich möchte erstmal die Blood Transfusion bekommen. Dann musst du zu mir kommen. Oh man, ich hoffe nicht, dass ich Krankheit bekomme, weil ein Antibiotikum habe ich nicht mehr. Oh, zum Glück ist die Fire Station so extrem scheiße. Kannst du gerade angelaufen oder? Ja, dann kommst du. Ich sehe dich. Mann, bist du weit. Ja, nice, Zombie. Wir werden hier viele Zombies bekommen. Viele, viele, viele Zombies. Es wird Opfer geben. Ja, jetzt haben wir hier zweimal Civilian Clothing bei mir im Heli drin, Alter. Ja, und du hast einen Freund hinter dir. Ich weiß. Ja gut, egal, dann komm erstmal einfach ran hier und dann... Ach, verpisst euch doch. Direkt vor mich hinstellen, bitte. Du musst noch nicht reingehen, wenn du willst, ich komm gleich. Und gib mir kein Zutaten. Ich geh nur noch kurz in den Tower rein. Transfusion in Procan Still. Okay. Und ich bin nicht krank. Aber diesen Zombie, den wollte ich jetzt gerne mal in den Allerwertesten schießen. Nee, lieber in den Kopf. Da hat uns gerade eben noch einer gehört. Ja, hier vorne, der rennt schon. Hier oben liegt übrigens auch eine Waffe, und zwar, wo ist das nur der AK? Oh Leute. Mann, Alter! Daneben, du versagst. Ich verstehe nicht, wie man einfach so mal gar keine DMR-Magazine finden kann, Alter. Ja, ich habe jetzt gerade mal die ganze Umgebung angelockt.
Super gemacht. Dann stellt euch mal auf zum Sterben, Zombies. Scheiße. So, ich komme jetzt zu dir, Johan, ne? Bist du schon drin in dem, in der Barke? Mhm. Okay. Ja, wir machen hier gerade Zombie-Fest. Fest. Seid ihr in der Barke schon drin? Nö, nö, wir sind gerade davor, draußen Zombies am Wegballern. Okay. Alter, wie der auch einfach dich umfällt. Geil. Na, wo bist du, Julian? Direkt daneben hier. Achso, okay. So, hörst du mich schon? Der da rumheizt, hey. Ja, hörst du mich schon? Siehst du mich? Du bist gerade an mir vorbeigefahren. Ich glaub, das war's, ja, oder? Ja, dann weißt, ja, aber, dann weißt du aber, weißt aber, wo ich hin muss. Das direkt in den Zylfresse. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wo bist du ganz hin? Ich hab's Licht an, theoretisch. Weißt du was, ich versuch mal jetzt einfach an die Baracke reinzugehen. Ich mal gucken, ob ich es jetzt in die Baracke schaffe, ohne dass mich jetzt irgendwie ein Zombie angreift. Also ich bin in der Baracke drin, aber bei mir ist noch nichts gespawnt. Doch, hier hinten ist, lol, warum ist denn hinten, warum sind ganz hinten einfach Tincans gespawnt und sonst ist gar nichts gespawnt. Lol, ja, doll, doch, jetzt ist was gespawnt. Lol, hier liegt eine Waffe. Die ist gut, glaube ich. Also, hier liegt eine M10. Alter, hier liegt eine M41 CCOSD. Hier liegt eine SD-Waffe. Geil. Ja, die könntet ihr zum Beispiel mitnehmen. Dann könntet ihr Zombies SD aus. Mit der ganzen SD-Muni, die wir da gesammelt haben. Ja, Leute, ich nehme die in mein Backpack mit. Weil ich habe genug Platz. Ich tue dir mein Backpack. Also, ihr müsst nicht kommen, ich habe den Backpack. Die Baracke ist gar nichts. Da ist wirklich gar nichts drin. Ja, irgendwie die Zombies kommen jetzt hierher und das ist scheiße. Nee, da ist nichts mehr drin in der Baracke. Wir können gehen, wir können gehen. Wo sind denn Zombies? Wir können gehen. Bist du drin? Bist du drin? So, ja. Im Auto, ja. Also wie gesagt, Baracke war nichts. Bei uns war auch nur Crap. Sollen wir nochmal Tower und Feuerwache gucken? War ich schon drin. Achso, warst du schon drin daran. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir hier fertig, ne? Ja. Beziehungsweise, wer will die Waffe haben, die SD? Ich. Okay. Wollte ich gerade sagen, sonst gibt's sie ihm. Dann tue ich die kurz in den Heli rein. Ja, ich müsste mal gucken, dass ich dann auch nochmal eine Silence kriege und dann kann irgendwer von euch meine Mod 0 haben. Ich schmeiß die voll in den Helikopter dafür rein. Ja, nee, ich brauche irgendwie eine Silence-Waffe, weil halt Sniper und nochmal eine Mod, das bringt nicht gerade viel. Da wäre eine Silence für mich besser. Der OZ kommt. Hm, ich hab's gehört. Also der ist nicht zu überhören. Warte, nimmst du die Waffe einfach aus dem... ein paar Begleiter mit. Nimmst du die Waffe einfach aus dem OZ raus? Darf ich den wegsnappern? Der Zombie, der da kommt? Mann, der ist ja diese Kriegszombie. Diese nimmst du die Waffe aus dem OZ raus? Ach da, jetzt. Yes. Ah, nee, dann nicht. Oh. Okay, es kommen mehrere Zombies. Ja. Die SD ist in den WZ, ne? Richtig. Okay, Moment. Ich renne nicht voll für sie. Na toll, da komme ich auch nicht durch. Egal. Du kannst aber hinten an den Kofferraum gehen, dann kannst du schnell raus. Wie? Oh ja, WZ sieht trotzdem ziemlich demoliert aus. Nee, das muss so sein. Also Hülle ist grün, bei mir ist komplett alles grün. Alter, ohne Witz, ich bin kein Scheiß müde. Cool. Ich verlunge nochmal. Flammen in 5. Ja. Ja, wie gesagt, die Mod 0 kannst du dann haben, sobald ich auch eine SD gefunden habe, weil ich brauche halt auch so ein Gewehr mit SD, wie er jetzt dann hat. Ja, aber Gewehr mit SD, meinst du dann gleich sowas wie er hat, oder? Ja, eigentlich so die Waffe, die er hat, weil dann habe ich nämlich meine Ausrüstung durch. Okay. Die dann auch Stunag braucht. Für mich, ja, genau, Stunag SD. Die SD ist für mich nämlich dann halt besser, weil Sniper und MK-Mod bringt es nicht so wirklich. Ja, aber wenn du nämlich am Sniper bist und irgendwie mal jemand abschießen, noch einen Zombie abschießen willst, der zu dir kommt, dann ist halt SD wirklich besser als eine Mod, die gleich alles an dir hat. Das stimmt schon, ja, das ist richtig. Genau deswegen. Okay, hast du rausgenommen? Ja, es ist da die voll drin. Die Munition habe ich dann noch im Rucksack, aber die tue ich dann in den Helikopter. Na gut, dann werde ich jetzt nämlich mich schon mal auf den Weg zum Ding machen. Zum Lager. Also, bis gleich. Lol. Ja! Danke! Alter! Was ist passiert? Jetzt kann ich wetten, ist gleich irgendwas kaputt.
Alter, hast du ein Glück. Ganz ehrlich, das Ding ist komplett heile. Ja, war gut. Alter! Leck mich am Arsch, Alter. What the fuck? Du hättest nicht nur von Aki eine Breitseite bekommen. Alter, ich hätte dir sowas von einem UAZ erschossen, wenn jetzt mal wäre. Okay, okay. Wir sind dann hier fertig. Ich steig mal zu dir ein. Alter Vater, da war ich jetzt aber echt, das war ja knapp. Aber ich hab ein bisschen, ich hab nur ein bisschen am Reifen geschuckt, ne? Das war nicht jetzt. Wieso fährst du auch hier gegen? Was? Ja, war mit Absicht auf jeden Fall. Nee, ich mach das generell mit Absicht, sowas. So, genau. Ach ja, wir sollten noch ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass jetzt um 6 vielleicht nochmal der richtige Restart kommt. Ja. Also das quasi heißt, in einer Stunde. Am besten dann nicht irgendwie gerade am Fliegen sind oder in einem Auto sitzen. Ja, ich weiß nicht. Es wird schon im Chat eigentlich gesagt dann, oder? Manchmal, aber nicht immer. Gesundheit. Ja, okay, alles klar. Wenn Restart ist, dann ist eigentlich primär Absturzstellensuche, oder? Angesagt, nach dem Restart. Ja. Ja, was auch cool wäre, wenn wir mal irgendwelche Viecher treffen würden, dass wir die einfach mal killen. So. Aber ich sehe halt irgendwie keine Kühe oder sowas, weiß ich nicht. Ja, ich habe ja vorhin bei Elektro eine gesehen. Alter, was ist los? Du bist... Hast du Schaden bekommen? Ja. Wirklich? Ja. Lol, das hat meinem Auto nicht mal minimal irgendwas abgezogen. Das Ding ja gerade voll gerammt. Ja, ich weiß. Ich dachte mir, ich mach ein bisschen Action. Ja, sorry, ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass ich so ein schnelles Fahrzeug habe, weil ich sonst immer mit dem Bus, der hat immer gleich abgebremst und auch das Lenken war mit dem Bus ganz anders. Das war ja viel träger. Muss ich ein bisschen dran gewöhnen, dass ich sowas Wendiges jetzt eigentlich habe hier gerade. Du bist nur ausgebildeter Busfahrer, aber nicht Militärfahrzeug. Ja, irgendwie Busfahren ist, glaube ich, echt mein Ding. Das andere ist irgendwie so. Ja. Alter, warum ist es hier denn so verdammt hell einfach nur? Ja, ich fühle jetzt gerade auch ohne Night Vision, weil dann mir das einfach viel zu hell ist mit Night Vision. Ja, ne, ich mache auch mal mein Licht an und mein Night Vision aus. Ja, ich merke, dass ich mein Night Vision ausgemacht habe. So. Alles klar mit dir, Julian? Ja, okay. Schneid dich ruhig nochmal an, also ich nehme mal so als Meinung. Er ist unser lieber Ural. Yep. Was, ist der schon da? Yep, wir sind schon da. Leute, ich habe noch 6 Kilometer. Tja, Linie halt, Luftlinie. Na, das stimmt. So, wir werden mal so ein Stückchen hier hinten parken. Oder dürfen wir gleich was als Zelt aufbauen? Wir haben aber auch nicht mehr viel zu trinken, ne? Ja, wir haben generell nicht mehr viel zu trinken und zu essen. Ach scheiße, wo du es gerade sagst. Wir sollten vielleicht nochmal los die Wasserflaschen nochmal voll machen. Ja, stimmt, du hast die extra mitgenommen, ne? Ja, weißt du was? What the fuck? Wir werden mal zu Prutt fliegen und bei Prutt mal die Wasserflaschen voll machen. Okay. Du kannst sonst ruhig aussteigen, wenn du nicht nochmal mit willst, weil ich will nur die Wasserflaschen fix voll machen. Ja, wir kommen ab. Warten da mal. Also, nee, warte nicht, Boss. Was ist los, Julian? Was soll sein? Weil du gerade so kacke irgendwas gesagt hast. Ach, was wir mal vorher machen können, lad mal fix die Sachen aus, die hier drin sind. Ja. Damit wir Main Rotor Assembly und Co. dann alles schon mal wieder da im Wagen haben. Finde ich voll gut, dass wir sowas schon haben, sowas wie Main Rotor. Weil, falls irgendwann mal wieder kaputt gehen sollte, dann. Und dann neu gestartet. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir gleich einen neuen Rotor. Also, ich muss ja schon sagen, dass mit dem UAZ dauert das schon ein bisschen länger. So ein kleines bisschen. So, 5 Kilometer noch. Ja, auch Waffen und alles dann rausnehmen. Die Waffen auch dann gleich in Ural rein. Die Bloodbags auch und so? Ja, Bloodbags und alles auch. Wie das Blut einfach da drin verschimmelt in dem Ural. Die G36C war random Waffe, ne? Also diese in Dings rein, ja. Gut.